Moin Moin, Miro hier. Ihr hört schon, es ist einiges los. Es ist das Pfingstwochenende und ich bin in der Stadt, weil meine Eltern unterwegs sind. Davon lasse ich mir aber nicht die Laune vermiesen, denn schaut es euch an. So blau der Himmel, so gutes Wetter, da kann man einfach nur gute Laune haben, oder? Deshalb habe ich mir auch eine aktuelle Giveaway-Challenge zur Aufgabe genommen, draußen mal was zu machen, auch wenn es eben nur im Stadtpark ist. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich mitgebracht habe. Und zwar geht es bei mir heute um einen Schimark. Da wollte ich schon lange mal ein paar Sachen mit zeigen. Ich habe nämlich eine Bindetechnik für den Kopf, die ich so noch nicht in besonders vielen Videos gesehen habe. Ja, und außerdem ist es eben ein sehr vielseitig einsetzbares Stück Stoff. Von daher passt es ja ganz gut zur Challenge vom Couchcamper. Dir, Arno, vielen, vielen Dank für diese Challenge und echt herzlichen Glückwunsch zu den 200 Abonnenten. Ziemlich cool. Und ich denke, wir hauen jetzt mal rein und ich zeige euch, was man damit so machen kann. Anfangen tun wir mit dem Kopftuch. So, also bei der Trageweise vom Schimark, die ich euch jetzt zeigen werde, faltet man das einmal zur Hälfte in so ein Dreieck. Dann legt man sich das hinten einfach über die Schulter in der Mitte, zieht es hoch über den Kopf, weit genug, dass sich hier vorne so ein kleiner Sonnenschutz bildet, und dann die rechte Seite einmal rüber unterm Kinn, die linke Seite einmal rüber unterm Kinn und dann wird das Ganze hinten einfach locker mit einem ganz einfachen Knoten zusammengemacht. Diesen Teil hier könnte man sich auf den Kamm stecken oder im Pulli oder ins T-Shirt, was auch immer man halt anhat. Und man muss es wirklich nicht festmachen, das hält ganz gut von alleine. So, jetzt haben wir eine Kapuze. Falls es windig ist oder mal regnet, ich nenne diese Trageweise das alte russische Mütterchen. Jetzt kommt aber der Clou an der ganzen Sache, und zwar könnt ihr das Ganze einfach so runter machen. Jetzt habt ihr einfach ein Halstuch, das nicht mehr besonders auffällt. Ihr müsst das gar nicht ausziehen, also im Herbst zum Beispiel ist es ganz angenehm. Sagen wir, es ist so die Wechseltemperatur, so zwischen 16 und 14, 13 Grad. Dann hat man ja oft das Problem, dass man Halsschmerzen bekommt, weil man sich den Schal mal wieder auszieht, der ist drin zu warm. Das Problem habt ihr hier nicht. Hier ist schön Platz, dass man auch atmen kann und sich nicht beengt fühlt. Von daher ist es dafür perfekt. Und wenn dann der Wind aufkommt oder der Regen oder man eben draußen durchs Fahrradfahren den Fahrtwind hat, dann krempelt man das einfach wieder hoch, rüber über den Kopf, und schon hat man hier wieder die Kapuze. Perfekt, würde ich sagen. Kleiner Sonnenschutz ist es auch. Ja, und wofür kann man den Schimark noch benutzen? Ja, zum Beispiel als Decke. Auf die man sich dann draufsetzen kann. Und wenn man das schon als Decke benutzt, dann könnte man es auch zum Beispiel als Sichtschutz benutzen. Handtuch. Oder auch, um irgendwas einzusammeln. Also zum Beispiel, zeige ich euch. Habe ich hier eine richtig schöne Fichte. Und falls ich noch ein paar richtig schöne, junge, grüne Triebe finde, und ich könnte unter Umständen hier unten noch Glück haben, dann sammle ich mir jetzt nämlich gleich ein paar. Ich habe nämlich gesehen, dass man Tannenspitzenhonig machen kann, also Melasse. Und wieso sollte man nicht auch Fichtenspitzenhonig machen können? Soll gut für den Hals sein und lecker schmecken. Auch was für die Veganer unter euch. Ja, schauen wir uns das doch mal an. So, zum einfach so essen sind die schon grenzwertig. Schmecken immer noch so ein bisschen leicht säuerlich. Und man kann sie auch kauen. Man muss aber ziemlich aufpassen, sie fangen schon an zu pieken. Ich nehme mir trotzdem ein paar mit.
Denn nur weil man es nicht mehr kauen kann, heißt es ja nicht, dass man die nicht anderweitig noch verwenden kann. Kleinen Moment. Also, fix das Schimmark auf dem Boden. Und ein paar Tannenspitzen fallen lassen. Ich will mal nicht zu gierig sein, das soll reichen. Soll ja auch nur mal zum Testen sein. Ich schätze nämlich, ich habe es dieses Jahr zu spät gemerkt und werde kein ordentliches Glas mehr machen können. Aber dann weiß ich fürs nächste Jahr, ob das schmeckt oder nicht. Ja, und wenn man das jetzt so aufgefangen hat, kann man natürlich auch alle vier Ecken nehmen und das miteinander verknoten. Irgendwas wird uns schon einfallen. Schade. Outtake. Ja, da ging gerade die Kamera flöten. Aber so richtig spektakulär ist ein Knoten ja auch nicht. Vor allem nicht von mir. Wenn man es drauf hätte, könnte man bestimmt irgendwas ganz Interessantes damit basteln. Ich hab's aber nicht drauf. So. Und schon haben wir einen spontan leicht gefüllten Sack, Tragetasche. Kann ich dann einfach hier oben dran festhalten. Oder mir daraus auch eine Schlaufe bauen. Also auf die Reise. Und während ich den Park verlasse und Richtung Heimat laufe, nochmal ein paar weitere Verwendungszwecke, die mir spontan dazu einfallen. Dreiecktuch heißt es ja. Also alles, was man mit dem Dreiecktuch machen kann, sollte man mit dem Schimmark auch machen können. Wunden abbinden, sich einen Verband machen, irgendwelche Brüche und so weiter. Also eine Armschlinge zum Beispiel. Wirklich, der Kreativität ist da kaum eine Grenze gesetzt. Und ich würde sagen, Wasserfilter geht zum Beispiel auch noch, so ein grober Wasserfilter. Man kann damit auch Wasser sammeln, also den Morgentau zum Beispiel, wenn man Wassernot hat. Ja, und alles mögliche andere. Vielleicht könnte man ihn sogar als Kleidungsstück verwenden. Sich ein T-Shirt draus bauen, einen Umhang, ein Kopfkissen damit machen. Ich würde sagen, die Verwendungszwecke hören erst dann auf, wenn ihr keine Fantasie mehr habt. Also Couchcamper, ich hoffe, du bist zufrieden mit meiner kleinen VA für dich. Ich habe mir jedenfalls ein bisschen was ausgedacht. Für mich das Vielseitigste, was ich besitze, der Schimmark. Mal abgesehen von der Fantasie natürlich. Ja, du siehst schon, der Stadtpark ist vorbei. Wir sind hier wieder in der schnöden Stadt, überall Beton, laute Straße. Bevor noch jemand erkennt, wo ich wohne, mache ich mal lieber Schluss mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und ich wünsche dir nochmal alles Gute. Weiter für deinen Kanal. Ich freue mich immer über deine Videos und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Grüß aus dem Norden.